Mein Name ist Christina, ich bin Fotografin und Interior-Designerin und meine absolute Lieblingsjahreszeit ist der Herbst. Deswegen freue ich mich sehr, euch in diesem Video zu zeigen, wie ihr ein herbstliches Schlafzimmer schafft. Mir gefällt die Jahreszeit natürlich besonders gut, weil ich dann zur Ruhe komme, meine Batterien aufladen kann. Ich aber auch dazu sagen muss, dass ich mich dann sehr auf den Winter freue. Beim Umgestalten und bei der Dekoration denkt man ja schnell eher ans Wohnzimmer und eigentlich nie ans Schlafzimmer. Dabei ist ein Schlafzimmer super geeignet, um das umzugestalten, weil gerade hier sich extrem viele Textilien auch befinden, die man ganz einfach austauschen kann und so schön Farbe reinbringt. Die Farbe, die es mir diese Saison total angetan hat, ist Terrakotta. Wie ihr ja wisst, liebe ich Naturtöne und finde gerade Terrakotta da ganz passend, weil ich Braun- und Beige-Töne gut mischen kann und auch mit Terrakotta ein bisschen Farbe schaffen kann. Beim ersten Schritt der Raumveränderung habe ich mich entschieden, das Schlafzimmer zu streichen und ich habe hier eine Farbnuance von Terrakotta gewählt, nämlich Aprikot. Es ist nicht ganz so kräftig und schön weich und gerade fürs Schlafzimmer perfekt geeignet, weil es noch mehr Ruhe ausstrahlt. Orientiert euch hier gerne auch an dem Teppich. Also wenn euer Teppich schon farbig ist, würde ich bei der Wandfarbe eher auf was Ruhigeres und Schlichteres und vielleicht eher in Richtung Weiß und Beige zurückgreifen. Wenn aber euer Teppich weiß und schlicht ist, könnt ihr bei der Farbe richtig mutig sein. Achtet bei der Auswahl auf jeden Fall auf hochwertige Farbe, denn ihr habt hier natürlich euer Schlafzimmer, was ihr streichen wollt. Hier ist es super wichtig, dass ihr eine hohe Luftqualität habt und da keine schädlichen Stoffe in den Wandfarben sind. Fertig! Aber keine Angst, auch wenn euch das vielleicht mit dem Streichen ein bisschen viel ist, ihr müsst nicht gleich eine Wand farbig machen, um Farbe in euren Raum zu bringen. Ihr könnt das auch ganz leicht mit Textilien wie den Vorhängen oder auch der Bettwäsche schaffen. Oder ihr verstellt einfach kleine Möbel. Also in meinem Fall habe ich die Bank einfach von der einen Seite zur anderen gestellt und es hat einen riesen Effekt gemacht. Ich finde, dass der ideale Teppich für das Schlafzimmer ein Wollteppich ist, weil er zum einen ein tolles Raumklima fördert und zum anderen aber auch die Geräusche im Schlafzimmer dämpft. Und aus dem Grund habe ich mich heute für den Teppich Swanberger entschieden. Grundsätzlich finde ich einen Teppich im Schlafzimmer sowieso ein absolutes Muss, weil man sich hier auch auf Barfuß aufhält und das noch mehr Gemütlichkeit in den Raum bringt. Solltet ihr einen sommerlichen Teppich bei euch zu Hause haben, ist das gar kein Problem. Den könnt ihr nämlich ganz einfach einlagern. Wichtig ist nur, dass ihr darauf achtet, wenn er im Keller steht, dass er keine Feuchtigkeit abbekommt. Und dann könnt ihr einfach einen neuen herbstlichen Teppich bei euch ins Schlafzimmer packen. Für den Herbst würde ich vor allem Naturfasern für die Textilien empfehlen, also gerade Wolle oder Schurwolle, aber auch Leinen. Man denkt bei Leinen ja oft eher an den Sommer, aber gerade auch das dickere Leinenmaterial eignet sich perfekt für Herbst und Winter, weil es super robust ist und vielseitig einsetzbar. Bei den Farbtönen habe ich hier begonnen mit einer Basis aus Sand- und Beige-Tönen und habe dann Akzente dazu gesetzt in Rost- und Erdtönen, also warme und matte Farben. Orientiert euch hier auch ein bisschen an der Natur, also gerade wie der Herbst draußen aussieht, so wollen wir auch, dass unser Schlafzimmer hier drinnen aussieht. Also ich fühle mich in meinem Herbstschlafzimmer ja besonders wohl. Würdet ihr euch trauen, bei euch zu Hause eine Wand oder vielleicht sogar den ganzen Raum zu streichen oder bleibt ihr eher klassisch? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das Schöne daran, dass ich einen Hund habe, ist natürlich, dass ich im Herbst sehr viel Zeit draußen verbringe und schöne Spaziergänge machen kann und auch Zweige sammeln, die man dann später in der Einrichtung schön als Dekoration einbinden kann. Im Punkto Licht ist es wichtig, dass das Schlafzimmer ja gemütlich ist und ich habe eine Stehlampe durch zwei Nachttischlampen ersetzt und da vor allem darauf geachtet, dass es kein grelles Licht ist, sondern ein sehr sanftes Licht. Hier könnt ihr also auf indirekte Lichtquellen zurückgreifen. Ähnlich wie auch mit dem sommerlichen Teppich könnt ihr auch eure sommerlichen Bilder einfach austauschen, einlagern und durch herbstliche Bilder ersetzen. Hier könnt ihr auch wieder die Farben integrieren, die in eurem Raum schon vorhanden sind und vor allem auch auf warme und erdige Töne zurückgreifen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch inspirieren, den Herbst in euer Schlafzimmer zu bringen. Alle verwendeten Produkte findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!